sehr nett. Mhm. Ist ja nicht so, dass wir die Schmerzen auch spüren. Ja. Willst du erst in den Versorgungsraum gucken, also in diesen Technikraum, oder? Weil der Kleider daneben ist. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Aha. Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Wartet! Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick! Gib mir den Sprengstoff. Die klingt schon gleich perfekt aus. Dir ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Na dann, auf geht's. Yay. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. So ein vielseitiges Game. We all live in the yellow marine. Das war aber alles. Ja, Entschuldigung. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Das ist gerade ein Zitat aus dem Spiel. Achso. Hallöchen, René, herzlich willkommen. Hi. Passt ja gerade gut in die Szene. Ich so, was geht jetzt ab? Hat schön gepasst gerade. Mhm. Und vielen lieben Dank für die 20 Bits. Bitte biegen Sie rechts ab. Na, du ein Stream-Gucker, du? Ey, geh mal auf ein Bild. Ich hoffe, er will keine Antwort. Das ist noch auffälliger, vorher zu warten, bevor man reintaucht. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Lass ruhig, er hat's verdient. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst ihren Namen. Für wen sie arbeiten. Und woher wissen sie von der Existenz der Basis?
Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja! Ja! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Ich will einfach mal gucken, was passiert. Du kannst es auch übertreiben von der Länge. Ich weiß. Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Ah. Mein Name ist Holmes. Jody, nein. Jody Holmes. Agent 894732. Ich bin bei der CIA. Ja, so viel musst du auch nicht sagen. Er wollte noch Begeber wissen. Die CIA weiß also von unseren Experimenten. Und was ist mit der Existenz, die das Eindämmungsfeld gefangen hat? Ah, deswegen ist er eben nicht da. Wir sind verbunden. Ich wurde so geboren. Faszinierend. Die Amerikaner wissen also tatsächlich auch von diesem Phänomen. Ich muss meine Vorgesetzten informieren. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Tut mir leid, Ryan. Jetzt? Dafür ein Stückchen zurückgesprungen, okay? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überlege mir was. Roger! Jetzt hat hier Geschirrnse! Wo man hier den Schienschule? Zucker beschüttet! Fallen wir nicht auf. Aber wenn die unser Gesicht sehen, kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Ja, mal sehen. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Wir können nicht nur warten. Heiden. Interessant. Gott, das geht. Jetzt zum Kondensator, bevor sie merken, dass das nicht stimmt. Acht bei euch. Ich denke mal, du wirst einfach nur nach hinten. Ja, hier ist das Eindämmungsfeld, oder? Guck mal, wie das hier flackert. Hier könnte sein, dass die Existenz gefangen wird. Hier ist kein Licht sonst wo. Wir müssen weiter, sofort. Mal gucken. Wo ist im nächsten Raum? Okay, dann ist es nur Wasserspiegelung, weil wir unter Wasser sind. Wahrscheinlich im nächsten Raum. Die haben ein Bedingungsfeld, damit die Dinger nicht abhauen können. Die Tür da drüben. Das muss der Weg sein. Ich bin neugierig. Okay. Das war zu weit.
es wäre egal, denke ich mal, an jeder Seite passiert. Wenn es vielleicht auch bis zum... Da wäre da spätestens, da hättest du uns erwischt. Wir hätten durch die nächste Tür gehen müssen, wäre aber dasselbe Effekt passiert. Ja. Die Richtung komme ich aber noch. Und da ich jetzt ja nicht mehr mit dir verbunden bin, dürfte ich mich eigentlich frei bewegen, genau. Mhm. Nicht, das hier schon mal ausgeschaltet zu haben. Okay, hier dann wohl nicht. Das Feld hat uns halt bloß zurückgezogen, aber. Ja. Hat gerade was? Ah, nee, nur Lichtreflexion. Aiden, ich brauch dich! Die Richtung aber, ne? Ja. Genau. Jetzt ist dein Dämmungsfeld wieder. Naja, wieder nicht durch. Aber dann vielleicht ist es ja nicht komplett. Geh doch mal zur Seite durch und dann auf der anderen Seite. Das Wasser. Ich muss einen Weg zu dir finden. Schon noch dir. Dem Kabel folgen. Wenn ihr es wisst, nicht spoilern. Aber ja, stimmt, guckt, das feuert das. Aha. Wenn dem Ding gegen Kabel folgen, um das Eindämmungsfeld abzuschalten. Ja, seid ja schlau. Denk mal, dreidimensional. Danke für den Tipp. Die Tipps. Du kannst ja, ich kann ihn nochmal, aber. Weil wahrscheinlich haben sie ihn jetzt rausgeschmissen und jetzt kann ich ihn. Ah, ich schicke ihn jetzt wahrscheinlich das Gewehr holen. Ja. Beispielsweise. Wo soll ich überall essen? Schlafen? Wo war die Waffenkammer? Die war nicht hier, ne? Die war hier links oder so? Nee, ja, rechts. Nee, rechts. Da ist die Videokonsole, rechts. Da wollte ich auf und rein. Nein. War lang nicht. Doch, da Waffen. Guck mal, da. Daneben ist so.
dadurch, dass wir das Einlenkungsfeld zerstört haben. Aiden. Du bist da. Schnell. Finde mich. Das Einlenkungsfeld. Oha, die haben die echt freigelassen. Also wir haben die jetzt freigelassen. Ja, passiert. Muss ich beide Stellen machen? Ich glaube, du musst zuerst eine. Lass dich doch nicht alleine. Hol mich hier raus. Ich muss erst Ryan finden. Welcher? Die? Ja, das Schwein. Nee, erstmal die Wunden heilen. Jetzt die Tür. Muss aufpassen, dass er sich nicht abkriegt. Okay. Willst du das wirklich wissen? Kannst du laufen? Ja, ja, ist klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jordi, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Wo ist die Basis zerstört? Weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jordi. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Basis ist nicht zerstört. So, ein Partner. Jo. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Links in dem Raum? Ist da auch ja, Sprengstoff? Ich bin schon dabei. Er ist ja tot. Ja. Da ist so eine Waffe, entsprechende Pistole hatte der. Recht? Nein? Da, links. Ja, Da ist der Sprengstoff. Verdammt. Da musst du dich aber darum kümmern. Noch nicht. Hast du mich deswegen jetzt rausgelassen? Naja, ich dachte, dass du die anderen Existenzen wieder... Noch nicht. Okay. Ich würde dich erstmal laufen lassen. Die sind schüchtern. Okay. Auf uns. Soll mir recht sein. Forschungsraum. Der sieht aber nett aus. Hallo. Guck mal. Der lächelt so nett. Er sieht freundlich aus. Der freundliche Tote aus der Nachbarschaft. Also du kannst mich auch gerne mal in die Räume vorher reinschicken, dass ich vorher reingucke, ob was drin ist. Nicht, dass da ich dir einer anschießt. Na dann guck einmal gleich durch. Aber ich denke mal, hier wird er da. Hier ist Schicht. Alles ist tot sein. Hier ist eh nichts. Nein, aber ich meine, bevor du in die Räume reinrennst. Ja, ich meine ja jetzt auch im nächsten Raum. Hier sehe ich jetzt nichts. Muss woanders hin. Und es gibt eine Wegbeschreibung her. Was haben wir irgendwas stehen? Dann hier bestimmt nach links. Denke ich auch.
Weil von da können wir kommen. Da sieht's aus wie U-Boot. Was zeigt denn in die andere Richtung? Warte mal. Das Symbol sieht aus wie aus U-Boot. Was? Wo? Da hinten an der roten Tür ist ein Symbol für U-Boot. Wenn du da durchguckst. Da hinten links, wo gerade das Schwarz davor ist, da. Aber die sollen ja nicht raus. Wir müssen erstmal in die andere Richtung wahrscheinlich. Wir müssen tiefer rein. Ich gucke jetzt hier erstmal, was so passiert. Nächster Forschungsraum, links und rechts. In so einer spannenden Szene, ja? Wollt ihr Kekse? Alter, ich war gerade voll erschrocken. Bleib ruhig sitzen. Papa, ich bleib es auch. Ja. Tü-tüm. Tü-tüm. Ja, ist nicht. Ich gucke jetzt einfach mal hier rein. Das kann auch natürlich das Portal sein. Nee, das ist doch die U-Bus-Eingang, oder? Oh nee, nicht ganz. Das ist was anderes reingekommen. Doch ein Zug für dich bestimmt. Bestimmt auch genau deine Größe. Perfekt. Du bist mein Vater. Ah nee, falsches Spiel. Entschuldigung. Kamera. Sieht aus wie so ein Gesicht von hinten. Ja. Ein bisschen, ja. Große, große rote Nase. Na, ah, lass mich hier rüber. Hallo. Das Ding ist ganz schön groß. Ein bisschen. Na dann baden. Ja. Komm, spring von der Seite. Nein, du musst zur Treppe. Sie hat Höhenangst. Ich hoffe, der Sprengstoff funktioniert. Oh, da war es auch nicht, dass die Tasche jetzt noch nass wird. Dann geht nichts mehr. Scheiße, ich habe echt Angst ein. Ich bin noch bei dir, Jodie. Keine Sorge, bin die ganze Zeit bei dir. Was denn? Nichts. Look, look, look. Das ist pechschwarz. Dem Ding muss es doch Licht geben. Die Existenzen sind auch nicht so angriffslustig wie die anderen. Zumindest nicht sie uns gegenüber. Wenn ich überlege, bei diesem anderen Kondensator, den wir da zerstört haben, ja, der die da drauf waren. Aber vielleicht bei Aiden, sage ich mal, hier mittlerweile auch stärker geworden ist oder so, keine Ahnung. Da ist der Riss. Ausreichen? Wahrscheinlich jetzt so an allen drei. Sind es denn drei Stück? Welcher fehlt da noch? Ja. Schön, dass sie sich immer perfekt dreht. Ja, oder?